Die Hilfsbereitschaft ist so überwältigend groß von Einzelpersonen, von Familien, von Verbänden, von Unternehmen, von Hilfsorganisationen. Und auf der anderen Seite kommen hier Menschen an, die erstmal einfach gestrandet sind, die nicht wissen, wohin, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und wir müssen dafür sorgen, dass diese Menschen auch wirklich ankommen können, dass alles gut organisiert ist. Und da sind wir gerade hier in München, befürchte ich, weit davon entfernt. In vielen Städten klappt das ganz gut. Der Freistaat hat ja auch seine volle Unterstützung zugesichert. Alle Kommunen werden finanziell die Kosten, die durch Flüchtlinge entstehen, erstattet bekommen. Aber was ich hier miterlebe, ist ehrlich gesagt erschreckend. Die hygienischen Voraussetzungen, Menschen werden nicht getestet, die Menschen wissen nicht, wo es weitergeht. Wir werden uns darum kümmern, dass die Koordination auch hier funktioniert, sodass die Flüchtlinge, die viel Schlimmes erlebt haben, wenn sie hier ankommen, nicht noch Schlimmeres erleben. Musik.